Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen, hat schon Benjamin Franklin gesagt. Der letzte Book Review, den ich gemacht habe, kam sehr, sehr gut an und deswegen will ich mit dir heute über ein absolutes Standardwerk sprechen, was du als Manager und Unternehmensberater sind. Egal, ob du gerade erst anfängst oder schon weiter bist, sind Manager. Möchte mit dir über dieses Werk sprechen. Es hat mich enorm vorangebracht in meiner Zeit, als ich Verantwortung über 40, 50 Leute in einer Geschäftsführungsfunktion übernehmen durfte. Und wir reden heute über drei wesentliche Highlights aus diesem Buch. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Beraterschmiede, dem Format, bei dem sich alles darum dreht, dass du verstehst, wie Unternehmensberatung funktioniert und wie du dich darin weiterentwickelst oder den Einstieg findest. Mit dem Buch heute hier habe ich das erste Mal 2017 Kontakt gehabt. Das ist von Fredmund Malik, Professor aus St. Gallen, das Buch mit dem Titel Führen, Leisten, Leben. Ich habe es angerissen. Es hat mir damals extrem geholfen, mehr Klarheit über meine Aufgaben als Manager, als Führungskraft zu erlangen. Es hat mir geholfen, deutlich produktiver zu werden in meiner Zeit. Und es hat mir auch geholfen, irgendwelche Maßnahmen, irgendwelche Ninja-Hacks, die man bei YouTube oder in anderen dubiosen Gremien findet, einfach auszulassen und mich auf das zu konzentrieren, was wirklich funktioniert. Und ich möchte dir mal drei Highlights vorstellen. Wir reden heute im Wesentlichen drüber. A, wieso Zufriedenheit im Unternehmen nichts bringt. B, wieso Jobtitel wertlos sind. Und C, warum Meetings häufig zu sozialen Anlässen verkommen sind. Das sind drei Punkte, die mir bei dem Buch besonders in Erinnerung geblieben sind. Ihr seht, ich habe das hier richtig durchgearbeitet mit verschiedenen Fähnchen, verschiedenen Farben. Und das Ganze soll als Anregung dienen, dass du dir überlegst, vielleicht das Buch auch anzuschaffen. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, kannst du das Buch wie immer gewinnen. Deswegen starten wir rein mit dem ersten Punkt. Malik geht auch stark auf Glaubenssätze ein und versucht, die erstmal zu verändern. Und den ersten Punkt, den er sich vornimmt, ist der Pursuit of Happiness Approach. Das bedeutet, in den letzten Jahren ist in großen Unternehmen immer mehr aufgekommen, dass man das Gefühl hat, man muss Mitarbeiter mit Sitzsäcken, mit Kaffeevollautomaten, mit Fancy-Büros, mit Tischkickern erstmal zufrieden machen, bevor sie überhaupt kommen, bevor sie überhaupt bereit sind zu leisten. Und da möchte ich dich auch nochmal zum Nachdenken bringen. Mich hat das extrem zum Nachdenken gebracht, mir war das einfach nicht bewusst, dass es da auch Gegenargumente gibt, die ganz klar zeigen, dass es keinen Sinn macht, Zufriedenheit voranzustellen. Aber der Reihe nach. Drei Argumente, die Malik da anführt, die ich dir gerne mitgeben will. Argument 1 oder Irrtum 1 in dem Fall ist, dass Zufriedenheit durch andere entsteht. Frag dich selbst mal, ist der Staat, ist Angela Merkel irgendein anderer Politiker, ist die Politik dafür verantwortlich, dass du happy bist, dass du glücklich bist in deinem Leben? Ich bin der Meinung, dass Eigenverantwortung absolute Grundlage ist. Nur wenn du Eigenverantwortung für dein Leben übernimmst, kannst du dir bewusst machen, du kannst es steuern. Du kriegst die Kontrolle zurück, wenn du das tust. Wenn du sagst, andere sind dafür verantwortlich, dass du zufrieden bist, dann kannst du das Ganze auch nicht steuern. Irrtum Nummer 2, was er anführt, ist, dass er sagt, viele denken, erst Zufriedenheit und dann Leistung, wie ich es gerade eingangs erwähnt habe. Mach dir doch mal klar, warum sollte jemand leisten, beispielsweise für dich, warum sollte jemand für dich arbeiten, wenn du ihm nichts bieten kannst, wenn er schon alles hat? Wenn du nichts hast, wo du ihn incentivieren kannst. Und auch wenn wir zurückblicken, verstehen wir, dass in keiner historischen Epoche der Status quo, die jetzige Situation oder die damalige Situation, die Leute zufrieden gemacht hat. Unzufriedenheit ist ein Treiber für Veränderung. Unzufriedenheit sorgt dafür, dass wir nicht stehen bleiben. Und das werden wir im Normalfall auch niemals tun. Sonst würden wir heute noch in Höhlen wohnen, wir würden heute noch Kolonialherrschaft irgendwie haben, leider. Wir hätten wahrscheinlich noch die Berliner Mauer. All sowas wäre nicht verändert worden, wenn die Leute damit super zufrieden gewesen wären. Und letztes Argument, was er anführt, oder letzten Irrtum, ist, dass er sagt, Unternehmen können Mitarbeiter glücklich machen. Unternehmen können Mitarbeiter nicht glücklich machen. Und er zeigt es da ganz schön auf, weil er sagt, Unternehmen sind Einzweckorganisationen. Das bedeutet, sie werden aus einem gewissen Grund gegründet und sie verfolgen sehr effizient, und das müssen sie auch, ein gewisses Ziel. Und das Ziel kann zum Beispiel sein, wenn ich Mercedes bin, dass ich Autos baue. Das ist mein Unternehmenszweck. Das Ziel kann, wenn ich McKinsey heiße, sein, Projekte zu machen. Das ist mein Unternehmenszweck. Das Ziel kann sein, wenn ich SOS Kinderhilfe bin, Kindern zu helfen. Aber alle diese Unternehmen
verfolgen diesen einen Zweck. Und der Versuch, da mehrere Zwecke reinzuwerfen, nämlich zum Beispiel die Mitarbeiter noch glücklich zu machen mit dem Unternehmen, ist gescheitert. Also es gibt kein Unternehmen, was mehrere Zwecke verfolgt. Du siehst es auch daran, dass Unternehmen, wenn sie was Neues starten, meistens ausgründen. Sie sagen, das machen wir nicht unter unserem eigenen Dach. Und selbst wenn es unter dem eigenen Dach sichtbar ist, dann wird es in der Regel von anderen Gesellschaften übernommen. Es muss getrennt werden. Es muss einfach, um wirklich zu skalieren, um aufzubauen, muss es in einen neuen Zweck gegossen werden. So, und Unternehmen sind nun mal keine Mehrzweckunternehmen. Malik rundet das Ganze noch auf eine schöne Art und Weise ab mit einem Satz, den ich rausgestellt habe, mit einem Zitat. Und er sagt: Gib Menschen die Möglichkeit, eine Leistung zu erbringen, und viele, wenn auch nicht alle, werden bemerkenswertes Maß an Zufriedenheit verspüren. Und das zeigt auch wieder, du kannst Spaß daran haben, da musst du dich mal selbst beobachten, an einem Ergebnis. Du kannst Spaß daran haben, wenn du verstehst, dass dir eine Sache leicht fällt. Dann kannst du Spaß daran haben, einen kompletten Tag zu investieren, eine Präsentation zu bauen, einen Workshop zu leiten. All sowas, wenn du am Ende auf ein gutes Ergebnis kommst. Aber auch nur dann. Und da musst du dir klar machen, die Sitzsäcke, der Kaffeevollautomat sind nicht dafür da, um dich happy zu machen. Das war Punkt Nummer 1, über den ich gesprochen habe, der Pursuit of Happiness Approach. Punkt Nummer 2, den er anreißt, den ich mit dir behandeln will, ist, warum Jobtitel wertlos sind. Und auch da, finde ich, hat er sehr, sehr coole Ausführungen. Und er erzählt eine kurze Story von den drei Maurern. Vielleicht hast du die schon mal gehört. Und jemand geht über eine Baustelle und fragt den ersten Maurer: Was machst du hier? Und er sagt: Ich verdiene hier meinen Lebensunterhalt. Okay. Er geht weiter zum nächsten Maurer und der zweite sagt auf die Frage: Was machst du hier? Ich bin der beste Maurer im ganzen Land. Okay. Und dann geht er zum dritten Maurer und der dritte Maurer wird gefragt und er antwortet: Ich helfe hier, eine Kathedrale zu bauen. Alle drei machen genau das Gleiche, aber sie haben einen ganz anderen Ansatz, darüber zu berichten, darüber zu denken. Und das beschreibt auch ganz gut, dass der Jobtitel alleine, ich bin Maurer, keine Aussage hat. Wir werden es jetzt übertragen auf ein bisschen corporate-mäßigeren Ansatz. Wichtig ist an der Stelle nur das richtige Verständnis von einem Spezialisten, wie sich ein Spezialist selber zu sehen hat oder du als Teil von einer Unternehmung, dass du das große Ganze siehst, dass du da integriert bist und dass du Klarheit darüber hast, was deine Aufgabe im großen Ganzen ist. So, wenn man abends an die Bar geht und Frankfurter Innenstadt verschiedene Manager fragt: Was macht ihr beruflich? Und wir betrachten uns jetzt mal auf die Unternehmensberatung und sagen es ein bisschen härter. Wir sagen mal: Wieso stehst du auf der Lohnliste von diesem Unternehmen? Dann sagt er ganz klar: Die Leute sagen immer das Gleiche. Die sagen immer: Ich bin Leiter Marketing bei Accenture. Ich bin Projektleiter bei Roland Berger in München. Ich bin Partner bei A.T. Kearney in Düsseldorf. Das sind alles komplett fiktive Beispiele. Aber diese Aussagen, und das ist das Wichtige, sind wertlos. Sie sind wirklich wertlos für denjenigen, der gefragt hat, weil sie keinerlei Aussagekraft haben. Sie sind wie die Aussage des Bauarbeiters, der sagt: Ich verdiene hier meinen Lebensunterhalt, ich bin Maurer. Und er macht da einen kleinen, aber feinen Unterschied klar, indem er sagt: Formulier es doch anders. Mach doch, wenn du gefragt wirst, klar: Es heißt nicht ich bin, sondern ich sorge in dieser Organisation dafür, dass. Wenn du das nächste Mal gefragt wirst, selbst wenn du Praktikant bist, wenn du Einsteiger bist, mach dir klar: Wie beschreibst du deine Tätigkeit? Was sagst du selber dazu? Und jetzt die gleichen Beispiele mal mit Inhalt gefüllt. Ich sorge in dieser Organisation dafür, dass unsere Kunden genau wissen, worauf es uns als Accenture ankommt. Mein Beispiel von damals war, dass ich gesagt habe: Ich sorge Woche für Woche dafür, dass rund 50 Berater neue Projekte kriegen und dass die Projekte, die angefangen wurden, dass die ohne den Zeitplan zu reißen zu Ende gestellt werden. Ich hätte auch sagen können, ich bin Geschäftsführer für Projekt- und Kundenbetreuung. Aber die Aussage ist wertlos und es entstehen auch keine Bilder. Das heißt, mach dir einfach klar, entstehen durch deine Antworten Bilder und schafft deine Antwort dem Gegenüber Mehrwert. Und eine Position, ein einfacher Jobtitel tut es leider nicht. Ein dritter sehr cooler Punkt, den er nennt in dem Buch, der dir auch helfen wird, deine Beratungspraxis oder dein nächstes Meeting zu strukturieren, ist, dass er sagt: Meetings sind zu sozialen Anlässen verkommen. Und das immer mehr. Wir gehen sehr willkürlich damit um. Vielleicht kennst du das. Wie viel, oder frag dich einfach mal, wie viel Zeit verbringst du pro Woche, egal welche Position du hast, in Meetings? Ja? Ob du in einem Industrieunternehmen bist, da ist es sehr ausgeprägt. Ich habe das im Mittelstand schon häufig erlebt. Ich habe auch diese Thematik schon auf Projektebene mit Kunden, mit Vorständen angegangen.
Und auch im mittleren Management von DAX-Konzernen wird mit der Zeit teilweise sehr, sehr fahrlässig umgegangen. Und in einem Meeting heißt es halt immer, dass es nicht nur eine Zeit, ein Kopf verschwendet wird, sondern mehrere. Und da habe ich das Zitat von einem Vorstand, 500-Mann-Unternehmen im Kopf, der gesagt hat: Ich verbringe 80% meiner Zeit in Meetings. Das muss man sich mal vor Augen führen. Der Mann arbeitet 50, 60 Stunden die Woche und er verbringt 80% seiner Zeit in Meetings. Und er hat selber ein Gefühl dafür, dass wenn er nicht in den Meetings mit dabei ist, dass er dann sagt: Ich habe das Gefühl, dann sinkt die Effizienz. Wenn ich da dabei bin, dann pushen sich alle ein bisschen, dann wissen alle, okay, wir müssen da die Basics einhalten. Aber sobald ich nicht da bin, sinkt die Effizienz dieser Meetings und sie verlieren Woche für Woche etliche Stunden. So, Telefon- und Videokonferenzen, wo man sagt, hey, mega krasser Effizienzgewinn, haben meiner Meinung nach nicht dazu geführt, dass das Ganze besser geworden ist, sondern wir haben eher, und das reißt ja hier auch an, so eine Politik der Absicherung. Wir haben eher das Motto, einmal mehr treffen als einmal zu wenig. Sicher ist sicher. Und das sorgt dafür, dass Meetings, in denen du dir auch klar machen musst, in Meetings wird nicht produktiv gearbeitet. Ein Meeting und Arbeit erledigen sind zwei verschiedene Dinge. Man sitzt, außer man macht wirklich einen Workshop, nie zusammen und arbeitet was aus. Man arbeitet auf jeden Fall nie was final aus, sondern es ist immer nötig, dass man das Ganze nachbereitet und in wirkliche Ergebnisse gießt. Das passiert in einem Meeting nicht. Trifft man höchstens Entscheidungen. Und deswegen will ich dir nochmal zu diesem Punkt Meetings drei Tipps mitgeben, die Malik hier nennt, die ich sehr, sehr treffend finde. Platz Nummer drei, streiche Meetings von der Agenda. Klingt super hart, aber mach dir einfach klar, welche Meetings sind wirklich nötig. Identifiziere erstmal die Meetings, die nicht gewinnbringend sind. Streiche da mutig und reflektiere lieber danach. Und frag dich bei neuen Meetings, die aufkommen, stell dir einfach die Frage, ist das wirklich nötig? Gibt es einen anderen Weg, wie wir das Thema lösen können? Oder ist ein Meeting der einzige Weg, der uns dazu bringt? Ganz simpler Punkt. Platz Nummer zwei ist, reduziere die Meeting-Standardzeit. Das bedeutet, die meisten Meetings sind viel zu lang angesetzt. Und ich habe schon oft erlebt, gerade in diesen mittelständischen Unternehmen, dass die Zeit dann aufgefüllt wird mit Smalltalk, mit Beschwerden, mit irgendwelchem unnötigen Kram, der da gar nicht hingehört. Und deswegen weiß ich zum Beispiel, dass ein Unternehmen, LKW-Unternehmen wie MAN, die haben eine Standard-Meeting-Zeit von 30 Minuten. Die sagen, jeder Termin muss in der Regel in 30 Minuten machbar sein. Und natürlich gibt es welche, die brauchen einen Tick länger, aber dann ist es sehr, sehr begründet. Und die haben einen Standard, an dem die festhalten. Und da sind Außenstehende immer wieder verwundert, wie gut und wie schnell man manche Themen abhandeln kann, für die andere direkt 90 Minuten angesetzt hätten und dann vielleicht nur 75 gebraucht haben. So. Aber übe dich in dem Sinne, in diesem zweiten Bereich an Prägnanz. Mach dir das klar und mach dir auch klar, dass es Widerstände geben wird, dass es Menschen gibt, die das nicht gut finden, die ihren Smalltalk da weiterführen wollen. Das ist eine Art von Widerstand, der aber, und das versteht auch jeder, dem Unternehmen langfristig echt viel, viel Effizienz raubt. So, und wichtigster Tipp, Platz Nummer 1 ist, plane Vor- und Nachbereitung ein. Es ist schön, wenn Leute ein Meeting vorbereiten, aber gerade die Nachbereitung ist ein super wichtiger Punkt. Du musst dir auch klar machen, in dieser Vor- und Nachbereitung, da passiert sehr, sehr viel der eigentlichen Arbeit. Du musst dir klar machen, dass es Tagesordnungspunkte vorzubereiten gibt, dass jeder dieser Tagesordnungspunkte einen Verantwortlichen hat, dass jeder dieser Tagesordnungspunkte eine Abschätzung der Dauer hat, dass man sich vorher klar macht, wie lange werden wir darüber reden? Was ist die zentrale Frage, über die wir bei diesem Punkt entscheiden wollen? Mach dir das vorher klar. Also da vielleicht auch einfach nur mal der Tipp, es muss einen Sitzungsverantwortlichen geben, der am Ende gerügt wird, wenn die Nummer 120 Minuten dauert und die Ergebnisse nicht erreicht wurden. Es muss einen klaren Verantwortlichen geben für jeden Agendapunkt, aber auch für das Meeting an sich. So, wenn die Agenda steht, mach dir einfach klar, sage ich auch immer, immer wieder hier, das Ganze muss rausgesendet werden an einen Teilnehmerkreis, der relevant ist. Also achte da vielleicht einfach nochmal drauf, es nicht im Zweifel auch an mehr Personen zu schicken, sondern erstmal an weniger. Sprech mit jemandem darüber, wer ist für dieses Meeting zwingend nötig, aber auch wirklich zwingend hervorzuheben. Und dann ist eigentlich der letzte Schritt in der Nachbereitung nur noch zu sagen, setz dich nochmal hin, das Meeting ist durch, dokumentiere die Entscheidungen, setz ein Protokoll auf, lass das Protokoll von den anderen absegnen und mach dich an die To-Dos. Lass jeden sich auf die To-Dos, die vereinbart wurden, committen und dann wird gearbeitet. Dafür ist ein Meeting da, Entscheidungen treffen, abarbeiten. So, das waren die wesentlichen drei Highlights aus dem Buch von Fredmund Malik, Führen, Leisten, Leben. Ist jetzt hier, ich glaube, schon in der paar und 30. Auflage, wird alle paar Jahre auch wieder erneuert. Malik finde ich sehr cool, weil er jemand ist, der auch sagt, hey, ich habe da mal vor Jahrzehnten auch einen anderen Ansatz getrieben. Ich habe auch mal das Gegenteil von dem erzählt, was ich da heute vertrete. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Du kannst, wie gesagt, das Ganze auch in der Bio nochmal abchecken, wenn du nicht warten kannst, wenn du sagst, du hast keine Lust aufs Gewinnspiel, kannst du es direkt abchecken, hol dir das Buch, ich kann es dir extrem empfehlen, wenn du in der Wirtschaft, aber nicht mal nur in der Wirtschaft, egal was du machst, du hast immer mit Menschen zu tun, du verstehst diesen Handwerksberuf des Managers durch dieses Buch besser, versprochen. Es hat echt viele Seiten, es sind ja, 400 wirklich inhaltsvolle Seiten, aber es lohnt sich, ich kann es dir wirklich ans Herz legen. Und ja, wenn du Lust hast, ein paar von diesen Tipps in der Praxis zu erleben, kann ich dir nur mitgeben, dass es Sinn macht, mal bei Instagram vorbeizugucken. Blende ich auch nochmal ein, in unterstrich ab unterstrich out. Und wenn du das Buch gewinnen willst, kommentiere einfach mit Ich liebe Fredmund Malik. Und da wird er sich freuen, wenn er reinguckt. Es ist ein bisschen abgespaced, aber ich bin immer für sowas zu haben. Und in 7 Tagen wird dann der neue Gewinner bekannt gegeben. In dem Sinne, cool, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Consulting.